So, meine Freunde, heute geht es uns um Mega Garret Lardy und wie immer, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, welches Pokémon ich als nächstes rannehmen soll und schreibt eure Lieblings-Mega Garret Lardy Sets auch ebenfalls in die Kommentare. Wir legen los mit den allgemeinen Informationen. Mega Garret Lardy ist vom Typ Psychokampf, wie auch schon seine Vorstufe. Hat die Fähigkeiten Felsenfest, ist gar nicht mal so schlecht. Redlichkeit ist auch schon umso besser und Konzentrator, besitzt keine Immunität. Nicht sehr effektiv auf Mega Garret Lardy sind Kampf- und Gestandsattacken und effektiv dagegen sind Flug-, Geist- und Feenattacken. Redlichkeit ist immer zu empfehlen auf Garret Lardy, aber steige ich von weg. Auch alle Sets, die ich habe, sind Redlichkeit, also eventuell hier versteckte Fähigkeit irgendwie organisieren. Wir gucken uns die Stats an und wir sehen schon, oh, da gibt es aber einen schönen Boost im Angriff. Wir werden schneller, wir bekommen Initiative-Boost, wir können verteidigungsmäßig mehr abhalten. Und wir bekommen einen Angriffsboost. Leider bekommen wir keinen Spezialverteidigungs- und keinen Spezialangriffsboost. Aber dafür haben wir immer noch Gardevoir, das Gegenstück zu Garret Lardy. Und es ist trotzdem gar nicht mal so schlecht. Wir bekommen über 100 Base Init, wir bekommen über 150 Angriff und knapp unter 100 mit der Verteidigung. Also die Stats sind gar nicht mal so schlecht und Mega Garret Lardy kann echt ordentlich zuschlagen. Das sehen wir auch an den Moves. Es sind zwar nicht mega viele Moves, aber dafür sind ja gute Moves für Garret Lardy. Wir lernen auf Level 1 die Laubklinge vom Typ Pflanze und nicht Flanur, wie ich es geschrieben habe. Leider, tut mir leid. Ebenfalls Level 1 den Nachthieb und nicht physisch. Stärke 70, 26 der Schwarzhand, sehr, sehr wichtig. Auf Level 31 die Psychoklinge. Wir lernen per Tutor oder Senkopfstoß, würde ich euch immer empfehlen, vor Psychoklinge, aber wenn ihr keine GP habt, um euch die Moves zu kaufen, nehmt erstmal Psychoklinge. Geht auch zur Not. Auf Level 53 Nahkampf, Level TM 26 Erdbeben, TM 71 die Steinkante, TM 80 der Steinhagel, TM 81 die Kreuzschere und TM 84 der Gifttyp, ganz klar, um den Feen-Pokémon auszuschalten. Per Zucht lernen wir den Abgangsbund, sollte klar sein, um Pokémon mitzunehmen, den Schattenstoß als Prior Move. Per Tutor lernen wir den Ableithieb, gar nicht mal so schlecht zum Recovern. Den Abschlag, wird auch jeden klar sein, die Elementarschläge, Donnerschlag, Feuerschlag und Eishieb und wie gesagt den Zen-Kopfstoß, den ich immer der Psychoklinge vorziehen würde. Gucken wir uns noch zwei Movesets an zu Mega Garret Lardy. Also einen, den Schwertschwinger, also den Schwarttanz-Set, ganz klar. Wesen würde ich hier froh nehmen, ihr bekommt ja den Angriffsboost durch den Schwarttanz, deswegen würde ich die Initiative ausnutzen und das frohe Wesen nehmen, damit ihr wenigstens da noch einen kleinen Vorteil habt. Ability, Redlichkeit und Konzentrator. Dann die EV-Verteilung auf maximalen Angriff und maximale Initiative. Und die Attacken Schwertanz, Nahkampf, Abwehrtyp ist ja so eine Sache. Abwehrtyp könnte man vorziehen, weil wir bekommen dadurch ja die KP wieder. Und durch den Schwertanz seid ihr so stark. Es wäre also sinnvoll, wirklich den Abwehrtyp hier zu spielen. Auf dem dritten Slot haben wir den Eishieb, den Abschlag oder den Schattenstoß. Hier liegt es bei euch, welchen Move ihr braucht und welchen Move ihr lieber im Team haben wollt. Abschlag ist ganz, ganz nützlich, ganz klar. Aber eine Coverage mit Eishieb gegen Flug-Pokémon ist natürlich auch nicht zu beachten. Und Schattenstoß, falls ihr noch ein Prime-Move-Team braucht, gerade nach dem Schwarttanz, ist auch ein Schattenstoß sehr, sehr stark. Als zweites Set haben wir hier den Protzer. Und zwar ist das ein abgewandeltes Set von Garret Lardy. Also vom normalen Garret Lardy. Wieder mit Ability, Redlichkeit und Konzentrator. Wesentlich diesmal sacht und die Power sind verteilt auf 248 KP, 96 Spezialverteidigung und 164 auf Initiative mit der Attacke Protzer, Ableithieb, Abschlag und Delegator. Hier soll es klar sein, wir versuchen den Delegator rauszukriegen oder den Protzer in der ersten Runde, damit ihr euren Angriff und eure physische Staying Power stärkt, also eure Verteidigung. Und auch wieder ganz klar die Moves Ableithieb zum Recovern und der Abschlag ist ganz klar, um das gegnerische Item wegzuschlagen. Es wird also relativ selbsterklärend sein. Ob es funktioniert, werde ich nächstes Mal testen. Das Moveset ist dementsprechend mal so schlecht. Mal gucken. Und falls ihr Movesets habt für Garret Lardy, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, welches Mega-Pokémon ich als nächstes nehmen soll. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.